Ist der Pott wieder flott? .com. Es gibt ganze Webseiten, schnell zusammengebaut, die sich nur mit dieser Frage beschäftigen. Seit heute lautet die Antwort ja. Die ganze Welt klickt da rein, fasziniert von einem Ozeanriesen, der sich ins sandige Ufer des Suezkanals gebohrt hatte, so groß wie das Empire State Building, nur einmal quergelegt halt. Jetzt ist der Pott wieder flott. Das Internet muss sich neue Witzchen suchen, aber die Sorgen für die weltweite Wirtschaft sind noch lange nicht vom Tisch. Das hier ist die aktuelle Staukarte, wenn man so will, am Suezkanal. Mindestens 367 Schiffe, die auf Durchfahrt warten. Ständig kommen neue dazu. Bis der Stau aufgelöst ist, wird es Tage dauern. Mindestens. Aus Kairo, Oliver Deuker. Sie jubeln, die Crews der Einsatzkräfte. Kein Wunder, nach Tagen des Stillstandes ist das 400 Meter lange Containerschiff Ever Given endlich wieder frei. Harte Arbeit und technisches Know-how brachten den Erfolg, dazu eine Portion Glück. Denn wegen des Vollmondes gestern Nacht gab es eine überdurchschnittlich hohe Flut im Suezkanal. 10 bis 12 Schiffe der ägyptischen Marine und ein großer niederländischer Schlepper konnten das Schiff mit Hilfe der Flut zurückziehen. Und während der anderen Zeiten, in denen die Flut nicht so hoch war, entfernten die Bagger eine große Menge Sand. Die Kanalbehörde hat es geschafft, die beiden Operationen erfolgreich zu organisieren und diesen Erfolg innerhalb kurzer Zeit zu erzielen. Zwar bewegt sich die Ever Given seit den Mittagsstunden, doch rund 370 Schiffe stehen derzeit noch an den Zufahrten und im Suezkanal. 8,2% des weltweiten Handels gehen durch diesen vielbefahrenen Schifffahrtsweg von 164 Kilometern Länge, der das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet. Wegen der Havarie der Ever Given verlor die Kanalbehörde rund 14 Millionen Euro an Mautgebühren täglich. Der Kanal, er ist wirtschaftlich gesehen immens wichtig, über Ägypten hinaus. 8,2% des weltweiten Handels gehen durch den Suezkanal. Wenn hier der Verkehr zum Erliegen kommt, hat das auch besondere Auswirkungen auf die Öl- und Gastransporte vom arabischen Golf nach Europa, die beträchtlich sind. Und damit kann dann auch der Öl- und Gaspreis weltweit ansteigen. Doch das Problem scheint nun gelöst. Die Ever Given ist unterwegs zum Bitter Lake, wo sie genauer untersucht wird, bevor sie weiterfahren darf. Unter Berücksichtigung der Anweisung an die Kanalbehörde, 24 Stunden rund um die Uhr zu arbeiten, könnten pro Tag 108 Schiffe den Kanal passieren. Also sprechen wir über 3 Tage, wie Admiral Osama Rabi, der Chef der Suezkanalbehörde, bekannt gab. Danach sollte wieder Normalbetrieb herrschen. Lob ob der Bergungsaktion kam von Ägyptens Präsident Assisi. Er bedankte sich per Twitter und voller Stolz bei denen, die geholfen haben. Nur wenige hatten das den Ägyptern zugetraut. Einige ausländische Experten waren überzeugt, dass der Kanal über Wochen gesperrt sein könnte. Ja, ob wirklich schon so schnell wieder Normalbetrieb herrscht? Wir bleiben noch einen Moment beim Thema, Kai Sörwe. Ja, denn dass schon ein havarierter Frachter den Welthandel belastet, zeigt, wie fragil viele Lieferketten sind. Und das ist nicht das einzige Beispiel. Sina Meinitz in Frankfurt. Woran liegt das, dass schon einzelne Zwischenfälle so große Folge haben? Ja, das muss man sich ganz einfach vorstellen wie Dominosteine. Fällt einer, fallen alle unaufhaltsam. Die wichtigste Wasserstraße zwischen Asien und Europa war fast eine Woche lang blockiert und bedrohte damit den reibungslosen Ablauf der Lieferketten in der Industrie. Insbesondere der Autoindustrie und der Chemiebranche sowie den Maschinenbau hat das betroffen. Die Havarie kostet Milliarden Euro pro Tag, wirkt sich negativ auf Produktionsabläufe aus und zeigt eben auch, wie fragil so ein ineinandergreifendes System ist. Der Welthandel wird immer wieder durch stockende Lieferketten gestresst. Der Brand vor einer Woche in einem Werk in Japan, wodurch gut einen Monat lang die Produktion von Chips für die Autoindustrie ausfällt. Oder die Frostperiode im Februar in Texas, die der Petrochemie weiter zusetzt. Oder die Dürre in Taiwan, wodurch die Produktion von Halbleitern gefährdet ist. Auch wenn es nun am Suezkanal weitergehen kann, wird es noch Tage dauern, bis sich der Stau aufgelöst hat und Monate, bis alles wieder reibungslos funktionieren kann. Dem Aktienmarkt allerdings können all diese Nachrichten scheinbar nichts anhaben. Auch die neue Woche hat der DAX mit Gewinnen gestartet. Das Börsenbarometer erreicht ein neues Allzeithoch. Am Ende des Handels ein Stand von 14.818 Punkten. Die Lieferketten bleiben eine Achillesferse.
Erst die immer noch anhaltende Pandemie, nun die glücklicherweise beendete Havarie. Die Probleme für den Welthandel sind nicht gelöst. Danke, Sina.